Hey, wie nice. Oha. Schaffe ich es mit ihr bis hierhin? Oh ja. Nice. Was für ein heftiger Angriff. Ah, oh mein Gott. Oh, ich habe ihn sogar so zerstört. Okay, nice. Bitte stirb jetzt nicht, Luigi. Tschüssi. Baby Dragonheart, was geht? Wer ist denn diese sympathischste Streamerin da? Und was hat sie mit dieser fiesen Zoe gemacht? Hallo Chat, schön euch zu lesen. Wie nice. Oha. Ich treffe einfach alle damit. Wusch. Was für ein heftiger Angriff. Okay, ihn treffe ich damit zumindest. Okay, der läuft immer zu dem, der ihn angreift. Vielleicht wäre es dann besser, wenn wir uns alle in verschiedene Richtungen stellen, damit er immer von uns wegläuft. So, ich muss mich ein bisschen weiter wegstellen. Vielleicht hierhin. Nimm das! Okay, ich kann den Leuchtturm für euch öffnen. Pass auf, wir treffen uns dort. Mehr kann ich leider nicht für euch tun. Ich kann nicht so gut kämpfen wie ihr. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Wenn ihr die Finsterzeitaugen auf dem Holzhaufen zerstört, wird das Feuer entfacht. Okay. Und da die Finsterzeitdimension mit unserer Welt verbunden ist, wird zugleich der Leuchtturm auf Strahlestrand wieder entfacht. Hm. Oh yeah. Den hebe ich jetzt auf. Okay, jetzt habe ich gleich zwei damit. Ich glaube, ich hätte sogar noch mehr Augen damit zerstören können. Oh, da treffe ich sogar die da hinten. Eventuell. Oh, nein. So, ich versuche das jetzt nochmal. Oh mein Gott. Wenn ich mich hier hinten hinstelle, treffe ich das dann trotzdem? Ja. Aber vielleicht. Unmute. Oh. Ja, war klar. Wartet mal, kann ich das wieder benutzen? Ja. Let's go. %, aber hier komme ich hin. So. Jetzt bin ich hier. Ich habe nur eine 50%ige Chance, sie zu treffen. Egal, dann mache ich wenigstens das. Bitte stirb jetzt nicht, Luigi. Ich glaube, ich habe mich gerade total bescheuert hingestellt. Aber andererseits muss ich auch nur noch drei Teile kaputt machen.
Wenn ich das da kaputt mache, kann ich das da hinten auch noch kaputt machen? Nee, 0%. Das wird riskant. Oh nein. Okay, eins noch. Die sind beide komplett am Arsch. Aber... Das interessiert mich nicht. Weil ich bin... Haben wir es geschafft? Ja! Ja! Okay. Wir haben es geschafft. Ich glaube, jetzt wird es nicht mehr regnen auf der Insel. Nice. Schönes Wetter. Perfekt. Okay, wir sind soweit eigentlich fertig mit Strahlestrand. Also, wir können hier noch mehrere Sachen machen. Aber die Hauptmission ist fertig. Hier landen. Boah, sieht heftig aus. Mit dem Gesicht in der Höhle auch noch. Wird mir noch kälter, wenn ich das sehe. Vom Regen wurde mir schon so kalt. Sieht eher aus wie eine Winterwüste. Rost am Haken. Bitte gewinnt diese Schlacht. Ihr Helden seid mein einziger Weg hier raus. Rostkeulen frieren euch mit ihrer Eisbombentechnik an Ort und Stelle ein. Wenn sie besiegt werden, verschwinden sie mit einer Frostexplosion. Das ist ziemlich aussichtslos für euch. Versucht einfach so schnell wie möglich zum Ende des Schlachtfelds zu gelangen. Was macht der? Empfindlich gegen Feuer. Okay, das ist sehr gut. Bei Feuer habe ich. Okay. Und den... Oh, yeah. Whee. Ich mach meinen Teamsprung. Und geh ein bisschen weiter hier zur Seite. Oh. Ich dachte, ich schaff's schneller. Oh je, hoffentlich erwischt mich der jetzt nicht da hinten. Schaffe ich es mit ihr bis hierhin? Oh ja. Nice. Okay, dann mache ich L. Eigentlich muss ich ja nur da hinten hin. Wait, kann ich... Wenn ich da jetzt durchrase... Ich versuch's mal. Allen so weit vor, wie es geht. Und dann mache ich einen Teamsprung. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Okay, nice.
Ich brauche auf jeden Fall Prinzessin Peach hier drüben. Luigi sieht es gar nicht gut aus. Wir haben einfach Luigi verloren, weil wir ihn dafür benutzt haben, dass er uns rüberfliegt. Aber ich finde das Kampfsystem hier eigentlich ziemlich nice. Das macht Spaß. Dieser Finsterzeit-Tentakel im Mund der Maske ist der Ursprung dieses übernatürlichen Sturms. Wenn wir diesen Tentakel nicht sofort beseitigen, wird dieser Planet für immer in einem Sarkophag aus Eis eingeschlossen sein. Zum Glück hat nicht nur der Schwierigkeitsgrad der Schlachten zugenommen, sondern auch unsere Verbundenheit mit den Sparks. Von nun an kann jeder von euch einen zweiten Spark ausrüsten, bevor er in den Kampf zieht. Wählt mit Bedacht. Das wird ein richtig schwieriger Kampf. Ich will euch ja nicht unter Druck setzen, aber wenn ihr diese Schlacht gewinnt, kann ich mit euch diesen schrecklichen Ort verlassen. Sonst sitze ich hier fest. Bietet euch vor den Windstößen aus der Steinmaske, passt eure Bewegungen genau ab, um nicht weggepustet zu werden. Zum Glück können sie zerstört werden. Also los, auf drei. Fertig, los. Spritzer, Spritzer, Feuer. Das ist wieder Spritzer, Spritzer, Feuer. Der Held wird für einen Zug unsichtbar und kann von Gegnern nicht direkt anvisiert werden. Er kann aber trotzdem Schaden nehmen und Super-Effekte erleiden. 6 Züge lang, okay. Verursacht 3 Schockwellen, die 44 bis 44 Schaden hinzufügen und den Schleim-Super-Effekt haben. Alle waffenbasierten Angriffe fügen 114 bis 138 Schaden zu und haben den Frostbeulen-Super-Effekt. 30% des Schadens, den der Held abbekommen soll, wird auf den angreifenden Gegner übertragen. Das ist voll cool. Das hatte ich davor. Das mache ich aber... Wait, das mache ich nicht bei ihm. So, kann ich irgendwas davon upgraden? Nee, ich habe nur 10 Stück. Oh, da oben ist jemand. Ich versuch's erstmal so. Oh, ich hab ihn sogar so zerstört. Okay, nice. Ja, easy. Nice.
Nice, es schmilzt einfach alles. Perfekt. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Dankeschön, dass ihr heute hier wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier vielleicht auch ein Followt, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr keinen Stream mehr hier verpasst. Und ja, dann schönen Abend euch. Bis morgen, Leute. Ciao.